schön, dass ihr da seid zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute ein Osterlamm. Zuerst die Zutaten. Wir brauchen Eier, Butter, Mehl, Backpulver, Speisestärke, gemahlene Mandeln, Zucker, Vanillezucker, Salz und etwas Rumaroma. Kann man aber auch weglassen. Und natürlich auch die passenden Backformen. Hier einmal ein Lamm und ein Hasen. Das Rezept findet ihr auch auf Mamas Blog auf lieblingsgeschmack.de. Die trockenen Zutaten werden in einer Schüssel kurz miteinander vermischt. Also Backpulver, Mehl, gemahlene Mandeln und Speisestärke. So stellt ihr die Schüssel erstmal zur Seite. Zucker und Vanillezucker wird ebenfalls verrührt. Jetzt in einer großen Schüssel wird die Butter cremig gerührt. Dazu geben wir das Salz und lassen den Zucker langsam mit einrieseln. So schlagen wir die Butter hellschaumig auf. Nach und nach kommen die Eier rein und werden einzeln in den Teig gerührt. Auch das Rumaroma kann man hier schon reinmachen. Löffelweise werden die trockenen Zutaten mitten in den Teig gerührt. Die Formen werden mit eingefettet und bemehlt. Danach könnt ihr sie zusammenbauen. Vorsichtig mit einem Löffel wird der Teig in die Form gefüllt. Gerade beim Kopf aufpassen, dass keine Luftblasen mit drin sind. Die Form ein paar Mal auf die Arbeitsfläche dotzen, damit der Teig sich gut verteilt. Nun wandern die Formen ab in den Backofen. Bei jeder Form ist die Backzeit unterschiedlich. Die Backzeit findet ihr meistens auf der Verpackung. Das Lamm hat nur 35 Minuten gebraucht und der Hase 20 Minuten. Nach dem Backen wird die Form in ein nasses, kaltes Tuch gelegt. Ungefähr nach 5 Minuten lässt der Teig sich so leichter aus der Form lösen. Auf einem Abkühlgitter lasst ihr den Kuchen auskühlen. Damit der Kuchen gerade steht, könnt ihr die Unterseite etwas begradigen. Danach könnt ihr den Kuchen nach eurem Wunsch dekorieren. Entweder ihr gebt einfach nur etwas Puderzucker darüber oder ihr könnt ihn auch mit Schokolade, Buttercreme oder etwas Sahne verzieren. Wir werden ihn mit etwas Sahne und Schokolade dekorieren. Mit etwas geschmolzener Schokolade verzieren wir jetzt den Kopf und die Beine. Anschließend geben wir aufgeschlagene Sahne in einen Spritzbeutel und spritzen lauter kleine Tupfen auf das Schaf. Die restliche Schokolade geben wir in die übrig gebliebene Sahne. Mit der Schokosahne verzieren wir den Hasen. Und fertig ist das Osterlamm. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Lieblingsgeschmack. Tschüss!